Und hier ist die Höhle. Wir haben die Höhle gefunden, ja, guck mal. Ja, das ist die Höhle, ja. Ey, willst du dir das antun? Wollen wir da reingehen? Ja, hier sind Goblins drin. Warte, ja, ja. Du hast keinen Bogen, ne? Wir haben nicht einen Pfeil. Für ja, hallo und herzlich willkommen im Livestream. Wir sind noch in der Vorbereitungsphase. Geht gleich los. Das ist Gothic 2 Mod. Wir spielen zusammen Gothic 2 am PC. Genau so sieht's aus. Das ist etwas, das können nicht viele, aber wir haben es hingekriegt. So. Ja, was auf eine Rüstung kaufe ich mir auch noch irgendwann. So, Carden. Wer war denn Carden? Es war doch einer hier unten aus der Hütte hier, oder? Aus dem Gasthaus. Carden. Das war doch bei Prinz von Bel-Air. Ja, du erinnerst dich an die guten alten Sachen. Das ist nicht Carden. Ich geh mal hier rein. Geh mal du zuerst rein. An Arendt, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Das ist die Anna, die war auch auf dem Boot. Martha. Auch dir einen schönen guten Abend. Fabio, Viktor, Bastian. Okay, in Karten gibt's hier nicht. Warte. Speicher mal kurz. Viktor. Mit Viktor ist doch der Bruder weggegangen. Also quatschen wir mal Viktor voll. Und das kann dazu führen, dass wir gleich Dresche kriegen. Deswegen speichere ich ganz gerne mal. Quatsch mal Viktor bitte an hier. Bevor ich das Viktor, okay. Ja. Wie geht's? Achso, mehr ist nicht? Hey. Nee, mehr ist nicht. Na, dann können wir es uns sparen. Manchmal hatten wir Probleme mit ein paar Betrunkenen, manchmal liefert. Ich hoffe, tut mir leid, wir sprechen uns später. Okay, also von dem kommt nichts. Gut. Naja, okay, Karten ist jetzt nicht hier. Oben ist der, glaube ich, auch nicht. Dann müssen wir jetzt in Richtung Stadt laufen. Den Karten treffen wir auch später noch irgendwann. Rick ist der Säufertyp hier. Pass auf, jetzt scheint auch die Sonne wieder. Ist Karten vielleicht hier hinten irgendein Händler? Warte mal, Paulus, Kazem, die Bäuerin, eine Bäuerin. Bäuerin, wo hat die gesessen? Okay. Thorsten und Stone, Schafe. Der labert uns dumm voll hier, glaube ich. Ja, genau. Ja, halt's Maul, Mann. Okay, Otto labert uns dumm voll. Gut, wir gehen in die Stadt. Weißt du noch den Weg in die Stadt, in die Große? Oben raus. Ne, unten sind wir raus, oder? Wir müssen hier unten raus. Ach, guck mal, hier, den haben wir doch. Für 10 Gold nimmt er uns, speicher mal. Der nimmt uns doch für 10 Gold mit, oder? War das nicht so? Schnellreise? Ja, aber wir haben da... Stimmt, Schnellreise. Warte mal. Aber wir können doch laufen eigentlich. Wir müssen nicht. Ja, wir laufen. Die 10, ja. Die müssen wir aufheben. Wir haben keine Pfeile mehr. Stimmt. Aber der verkauft uns doch keine, ne? Nee. Weißt du, du hast recht, wir haben keine Pfeile mehr. Bock. Dabei, wir müssen hier raus. Bin ich hier richtig? Wir müssen mal auf Straßenschild gucken. Hier ist doch ein Straßenschild, ne? Zur Imkerei. Nee, Imkerei ist falsch. Doch hier, zur Stadt. Da geht's lang. Und ich glaube, du hattest hier an diesem Anschlagbrett, hattest du irgendeine Mission gefunden, die ich nicht hatte. Kann sein, ja. Bekanntmachungen habe ich alle. Handels- und Lehrangebote, Karte. Nö, ich habe eigentlich alles von hier. Also, du hast irgendwas anderes gehabt letztes Mal. Oder das war Zufall, dass da irgendwas, irgendein Typ da rumlag und den ich nicht gesehen habe. Schön, die auch beide mit einer Sense auf dem Rücken unterwegs sind. Ja, irgendwann hast du ein Schwert, pass auf. Was ist das hier? Ach, er wäscht sich immer. Ein Wischiwaschi machen. Hier ist Karten. Kann man kurz speichern. Das ist Karten. Das den ist Karpfen. Karpfen können wir anlabern. Machst du das zuerst? Ja, da wäscht sich. Ja, hier, du siehst. Ach so, okay, die Log, ja. Ja, bei Gothic 2 gab es das auch schon. 500 Erfahrungspunkte. Siehst du, die brauchen wir. Hey. So, du gehst von oben nach unten durch, ne? Ach so, gibt ja gar nichts. Ich gehe von oben nach unten durch, aber ich bin noch nicht weiter. Hast du es geschafft, all die Viecher zu töten? Es gab ein paar lockere Nester. Achso, da kann uns was beibringen, auf jeden Fall. Ich habe all ihre Eier zerstört. Was kann ich noch sagen? Gut gemacht, du hast uns allen einen großen Gefallen getan. Blutfliegenstachel ziehen, das könnte uns beibringen. Ja, machen wir. Also ich mache das auf jeden Fall. Ich habe sie bei meiner letzten Runde gefunden. Okay, ist gemacht. Du wirst sie sicher für etwas gebrauchen können.
Pfefferkraut, Drachenwurzel, Goblinbeeren. Oh, Goblinbeeren, da kannst du Geschick erhöhen damit, aber du kannst sie auch in einem Alchemietrank benutzen. Genau, ich mache alles, was mit Häutefälle und Krallen ziehen und so, mache ich alles. Nun, wir werden sehen. Ja, na, das bringt ja alles Geld. Genau. Aber guck mal, 150 Gold kostet das blutfliegende Stachelziehen. Jetzt nimmt man Giftstachel. Das Wichtigste ist, die weiche Stelle am Hinterleib der Blutfliege oder ach, ich habe Heute und Felle. Untersuchen, je nachdem, was vielleicht du entnehmen möchtest. Was? Wenn du sie gefunden hast, drück sie ein und der Stachel gleitet alles heraus. Greif ihn und zieh ihn mit einer gleichmäßigen Bewegung heraus. 30 Gold, okay. Okay, Blutfliegenstachel. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Unterrichte mich mal, gucken, was er noch kann. Achso, wir können noch einen Bogen noch verbessern. Wollen wir doch mal sehen, was du kannst. Bogen war ja ziemlich gut, da hat er ja ziemlich viel Schaden gemacht. Vielleicht lohnt sich aber auch Geschick, weil da kannst du denn den nächst besseren Bogen oder die nächst bessere Geschicklichkeitswaffe anlegen. Und hatten wir nicht irgendeine Waffe? Okay, ich habe Geschicklichkeit plus 5 gemacht. Okay. Ich guck mal ganz kurz, ob wir nicht irgendeine Waffe hatten, die sogar Geschicklichkeit. Aber warte mal, wenn du das Geschick plus gemacht hast, wolltest du nicht eher auf Schwertkampf gehen? Ja, nee. Ich hab nicht, mich also nicht, dass und da macht er ziemlich viel Schaden. Okay, also die alte Sense, denn wir haben nämlich hier die Holzfäller-Axt, die bräuchte Stärke und macht zum Beispiel den gleichen Schaden. Dann haben wir die Spitzhacke, die macht auch 20 Schaden, die braucht auch Stärke. Und hier haben wir die Axt, die macht Stärke und dann macht die aber 50 Klingenschaden. Also du hättest, wenn du 50 Stärke hast, hättest du auch schon eine Axt dafür. Aber da musst du erstmal hinkommen. 50 Stärke ist viel. Da vielen Dank so für die Herzen. Hin. Cool. Okay, danke. Erst. Hey. Okay, ich nehme bei mir auf jeden Fall auch geschickt nochmal rein, weil ich ja in Sensen und sowas in die Richtung gehen will, auf jeden Fall. Also manche geben Herzen kurz bevor sie rausgehen. Nicht. Dann wollen wir doch mal sehen, was du kannst. Du musst auch wissen, bei TikTok ist es auch so, dass man manchmal auch aus Versehen weiter scrollt. Man will den Chat unten lesen zum Beispiel und dann fliegt man aus Versehen raus. Okay, na gut, dann kann er ja wiederkommen. IK schreibt, bestes Spiel ever. Interessant ist, da wir ja beide auf TikTok streamen gerade, scrollen die Leute eventuell bei dir aus Versehen raus und landen dann bei mir oder andersrum. Das kann auch passieren. Kann durchaus passieren, ja. So, und ich mache jetzt noch Bogen, mache ich auch nochmal plus 5. Weil mit Bogen plus 5 wird dann die Zielgenauigkeit besser, ne? Aber jetzt habe ich ja momentan keinen Bogen in der Hand, aber was soll's? Du wirst immer besser. Ich werde immer besser. Kann man dann irgendwann vielleicht schon mal lernen, Pfeile zu machen? Ja, Pfeile können wir bestimmt schon lernen zu machen. Ich habe noch 7 Lernpunkte. Du hast bestimmt ein paar mehr, oder? Ich drück mal auf 10. Warte, ich speichere auch kurz. Und das dann neue Gothic Remake soll, glaube ich, im Dezember kommen. Ich meine, im Dezember habe ich gelesen. Danke, Robin, für das Follow. Das war Gothic 1, ne? Gothic 1 Remake, genau. Ich habe auch zu Gothic 1 übrigens eine total geile Mod, die wir spielen können, ne? Da sieht das Sektenlager ein bisschen anders aus. Also wir können, wenn du da Bock drauf hast, können wir hier Gothic die nächsten 4 Jahre spielen, immer freitags. Ja, ich würde lieber Gothic 3 spielen eigentlich. Ja, bei Gothic 3 habe ich leider keine Möglichkeit zum Multiplayer gefunden, ne? Ach, gibt's ja nicht. Okay, warte mal, ich guck mal, was ist noch an Lernpunkten? Ich habe noch 7 Lernpunkte. Ja, mach mal, ich speichere mal kurz und derweil mache ich noch mal kurz das Fenster von dir hier drüben ein bisschen, passe ich noch mal ein bisschen an. Okay, hast du alles zum Speichern? Jetzt speichst du nicht mehr. Ja, jetzt hast du die Shift-Taste gedrückt. Wenn du Shift-Taste, dann macht er so. Ach, du hast Caps-Lock gedrückt vielleicht. Nee, da hat es ganz komische Moves gemacht. Aber jetzt rennt er wieder, ne? Danke, das hast du. Jetzt rennt er wieder ganz normal, ja. Sehr, sehr schön. Danke für die Likes, meine Damen und Herren. Danke für die Likes. So, wir müssen dem Weg nachgehen. Du kannst zwar auch. Ach so. Da sind Monster. Guck mal hier. Hier können wir Erz abbauen. Ja, wo bist du? Ja. Ich habe die Minustaste gerade mal gedrückt. Das hast du ja vergessen. Zum Sachen einsammeln, damit man sieht, was rumliegt, ne? Ach stimmt. So. Also, ich hacke jetzt mal hier. Eisensplitter fliegen durch die Gegend. Eisensplitter fliegen durch die Gegend. Wo bist du? Ach, hier bist du. Okay. Ich sehe aus wie so ein einfacher Schurfer, ne? Wie die halt aussehen. Man erkennt mich gar nicht. Genau, hier kannst du auf jeden Fall ein bisschen Eisen abbauen. Wir müssen alles mitnehmen. Wir müssen einfach alles machen, ne? Okay, hier kommt aber nichts. Ich habe auch nur einen Brock gekriegt oder so. Einen oder zwei. Da hinten ist eine Schildkröte. Die Schildkröte schaffe ich nicht. Da bin ich zu schwach.
Es ist zwar bloß, die sieht zwar langsam aus, aber du, das, die haben es in sich, haben die es in sich. Wir sind einfach zu schwach. Sind wir können nicht mal eine Schildkröte bekämpfen. Ja, das, aber... Hier singt er wieder. Ich hab gar nicht, was ist jetzt hier los, aber hier singt er wieder, der Typ. Ja, wo bist du jetzt? Hier, beim singenden Typen. Straße runter. Ach, Straße runter, okay. Nur die Straße runter, genau. Er singt auf Polnisch. Oh, danke schön, vielen Dank. Was sagen die? Vielen Dank. Oh, Teffi ist beigetreten. Ja, bei mir aber auch. Aber nur kurz. Ja, es ist... Guck mal, hier oben können wir auch... Hast du gesehen? Wo? Hier, neben mir. Neben dir. Da geht auch noch. Okay, da fliegt wieder was durch die Gegend. Aber hier wieder nichts. Echt jetzt? Zu blöd ein, oder was? Nee, drei Eisenbrocken. Ich hab einen. Na, das ist ja toll. Das holt mich voll ab. Aber immerhin haben wir jetzt die Spitzhacke. Erinnere dich dran, ganz am Anfang in der Höhle, da konnte man ja auch ganz viel. Das haben wir ja auch noch nicht abgebaut. Wir müssen hier unten lang gehen. Ich glaube, hier geht's zur Stadt, ne? Genau. Ich dachte, wir sind in die Höhle. In diese Goblin-Höhle sind wir rein. Und haben aber da hatten wir noch keine Spitzhacke. Oh, pass auf, da hinten. Achtung, warte mal, da ist was. Ich drücke mal F10. Das sind Monster. Und ich habe keine Pfeile. Der Sani liked hier wie die Sau. Danke auf jeden Fall dafür. Aber was ist das? Wo sind die? Ne, die sind unter der... Hier ist irgendwo eine Höhle. Hier liegt... Siehst du die Leiche hier? Nee, das ist die du letztens gefunden hattest. Ich sehe die noch nicht. Und unter uns ist irgendwie eine Kiste. Wir müssen hier... Muss es eine Höhle geben, da hast du recht. Aber wer weiß, von wo aus... Das sind Goblins, hört man ja. Ja, wer weiß, von wo aus wir da reinkommen in die Höhle. Da müssen wir hier bestimmt irgendwo drum rumlaufen. Ja, hier ist Eisen. Eisen! Asani, haut hier die Likes nur so raus. Hä, ich hab den Locator an. Achso, ich habe eine Waffe gezogen, na klar. Und ich krieg nichts, ne? Ihr fliegt immer nur Zeug durch die Gegend. Denkst du, ihr macht mal einer was seinen Job richtig? Ich hab schon zwei Eisenbrocken. Toll, ich hab gar nichts. Nichts! Außer ich geb dir dann was ab. Ja, ist okay. Ich bin besser geworden, das reicht, das muss reichen. Warte mal, wie sind wir hergekommen? Okay, ich speichere mal. Wir können ja mal, da oben liegt ein Apfel. Wir können ja mal gucken, ob wir hier links an der Steinwand irgendwie langkommen, ob da eine Höhle irgendwo reingeht. Da hinten ist ein Monster auf jeden Fall. Da könnten wir vorbeigehen. Das ist ein Plugin und zwar heißt das Gothic Co-op. Wir haben nur Nahkampf, ne? Wir haben nur Nahkampf. Joe, wir haben nur Nahkampf. Das ist ein Plugin. Gespeichert hast du, oder? Ja. Ich speichere nochmal. Ein Plugin für Union. Kann man einfach, ich glaube, in irgendeinem von meinen TikTok-Videos habe ich das auch in meinen YouTube-Videos habe ich es irgendwo erklärt. Du, pass auf, du bist jetzt fast tot, ne? Wolf, komm. Ja. Bam! Bam! Oh, guck mal, ey, wie viel Schaden ich hier mache! Oh, jetzt frisst er dich, da kann ich ihn tot machen. Laden war F12. Warte mit dem Laden noch, ich loote dich erstmal. Ach stimmt, du kannst mich ausrauben, ja. So, jetzt kannst du auf F12 drücken. Ach, guck mal hier, rohes Wolfsfleisch und hier, das hört man hier auf. Alles Mögliche. Das war nicht. Vielen Dank. Danke, Jogenson, für das GG. Vielen Dank für deine Unterstützung. Wo bist du? Warte. Da bist du, okay. Ja. So, warte, und ich gehe mal hier oben schnell den Apfel holen. Die sammle ich eben mal ein. Eine Weidenbeere. Da ist noch ein Apfel da unten. Du müsstest ja bloß den toten Wolf da liegen sehen, oder? Eigentlich. Der ist hier. Oder lebt er bei dir jetzt noch? Hier ist nichts zum Einsammeln. Hier ist eine Kiste. Digi, guck mal, eine Kiste. Eine rote Kiste. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Wir brauchen einen Schlüssel für. Hast du einen toten Wolf? Wie viel Schaden hast du gemacht? Ich mache 5 Schaden. Ja, ich mache auch nicht. Ich habe auch nicht mehr gemacht. Ich habe eine Weile gekämpft gegen den doofen Wolf. Nachdem der dich fressen wollte. Okay, gab ganz schön viel. Da hinten ist noch einer. Ja, pass auf. Das Problem ist, jetzt speichern wir nochmal bitte. Das Problem ist, hier liegt ein Apfel.
Ein Ripple-Pfeilchen. Das Problem ist, dass wir zu schwach sind hierfür. Wir sind hierfür zu schwach. Aber ist nicht so schlimm. Wenn er dich umbringt, dann kann ich immer schön, wenn der an dir gerade rumnagt. Oh, das ist aber. Das ist eine Mole Rat. Die schaffen wir. Pass auf, Achtung. Und hier ist die Höhle. Wir haben die Höhle gefunden. Ja, guck mal. Das ist die Höhle, ja. Ey, willst du dir das antun? Wollen wir da reingehen? Ja, hier ist ein Goblin. F10, warte. Ja, ja, ja. Du hast keinen Bogen, ne? Wir haben nicht einen Pfeil. Jetzt gucke ich erstmal in mein Inventar, ob ich wirklich keine Pfeile habe. Das ist nicht irgendwie noch so ein Säckchen irgendwo. Hier habe ich einen Lederbeutel. Da hilft mir jetzt nichts. Rad habe ich hier. Ich habe hier keinen Köcher. Wir gehen erstmal hoch, nicht. Weil oben ist bloß ein Goblin. Oben ist bloß ein Goblin. Hier ist erstmal ein Pilz. Ja. Du meinst hier rechts hoch. Du denkst doch nicht wirklich, ja, dass da der Goblin alleine steht. Du siehst bloß. Warte, ich tue erstmal Speichern. Ja, du siehst bloß einen. Nee, man sieht es doch. Ein Schwarzer ist das. Wie viel Lebenspunkte hat er? 250? 400? Ah, nee, 40. Ich wollte gerade sagen, 400 Lebenspunkte, das wäre ein bisschen schräg jetzt. Lass ruhig mich als Kanonenfutter einfach vorne davor stehen. Der schwere Ast ist wichtig, weil da kannst du Rattenfleisch mitbraten. Der hatte nichts für uns, ne? Und habe ich wieder die schöne Musik. Hier ist noch einer, glaube ich. Ja, das ist ein grüner Goblin. Okay, ich drück mal eben Speichern nochmal. Oh, zu spät für mich. Ja, wie geht's mir das an? Mir geht's gut. Der hat nur 20. Guck mal, das ist nur ein Lauch. Ja. Opfer, wie war deine Woche so, Dasani? Was hast du so die Woche gemacht? Gib mal den schweren Ast, naja, hab ich. So. Jetzt haben wir hier eine Kiste, guck mal. Oh! Ein Goblin-Krieger! Ja, moin! Pass auf, der hängt hier an der Ecke. Oh, jetzt kommen noch mehr. Mach mal erstmal den Grün, warte, wir müssen den Grün erstmal, der nervt sonst bloß. Für Schule lernen und so, das ist doch voll easy, oder? Warte, dann nehmen wir erstmal den Grün noch auseinander. Bevor wir zu dem Schwarzen rennen. Ich drücke mal nochmal F10. Der Schwarze wird gleich eine Nummer. Wenn wir das hinkriegen, dass der so an der Wand hängt, wie gerade eben, ne, dann kriegen wir das auch hin. Der hängt noch. Wenn ich jetzt zu sehr um die Ecke rumgehe, dann kommt der raus aus seinem... Der hat mich erwischt, dummerweise. Oh. Wenn einer ihn ab... Jawohl, 200 Erfahrungspunkte! Bruder muss los. Ja. Hier liegt, guck mal, hier liegt was zum Einsammeln. Ein Pfeil. Jetzt haben wir, ich habe einen Pfeil. Und hier ist ein Schlüssel. Ob das der... Nee, es ist nur ein Dietrich gewesen. Ah, ich dachte, das hätte auch... Was ist das? Arnis Untergang mal 1? Was ist denn das? Ein Buch? Warte, ich will mal kurz die Fleischschwanze hier wegmachen. Wieso kriege ich die nicht? Hä, kriegst du jetzt, die? Jetzt war's das, ja. Geht die nicht? Ja, was denn jetzt? Läuft immer noch hier rum, oder, die Fleischschwanze? Ne, die springt hier. Komisch, also so kann ich sie mir angucken. Ich kann sie nicht boxen, die. Ich kann sie nicht kaputt machen. Vielleicht, Okay, wir gehen mal weiter. Warte mal, hier stecken noch Pfeile in der Wand. Hast du die mitgenommen? Ne. Ach, stimmt. Und dann spam ich mal F10 schnell. Ey, ich habe nur noch genau 11 Lebenspunkte. Wie sieht das bei dir aus, lebenspunktemäßig? Ein paar mehr. Ich esse jetzt mal eine Fischsuppe mit Kräutern, die ziehe ich mir mal eben rein. 39 habe ich. Okay, ich hau mir noch ein Brot rein. Ich ziehe mir mal noch einen Käse mit Brot aufs Brot drauf. Ach, guck mal, 20 Fische. Aber das ist auch wirklich nichts wert, so ein Fisch. Kannst du sparen. Gebratenes Fleisch. Alter, was ist denn hier? Was ist denn damit los? An apple a day keeps the doctor away. Nordmacher Wein. Oh, jetzt kommen zwei Goblins. Oh, nein. Oh, schön. Ja, lock doch einfach schon mal an. Okay, ich habe ihn besiegt. Du bist der Held der Geschichte hier. Ja, der namenlose Held. Nee, hier heißt du Marvin. Okay, Marvin. Hier eine Waffe. Okay, das haben wir jetzt. Hey Leute, jetzt sind wir hier in einer Höhle unterwegs. Ist wieder, wie es immer ist, ne?
Da ist wieder was zum, da können wir wieder Eisen abbauen. Und das sind eine Mole Rat. Ja, Mole Rat, ne? Ist ja eine Maulwurf, eine Maulratte eigentlich. Achtung. Ein Rattenmaul. Oh. Reaper heißt auch Marvin. Ja, und der Spieler hier heißt auch Marvin, unser Held. Wir müssen mal. Warte, da kommt noch eins. Und ein Wolf. Und na, da geil. Kommt noch mehr. Was machen wir zuerst? Den Wolf? Keine Ahnung. Ich versuche den Wolf von dir abzulenken. Du musst die Ratte machen. Ne, die wissen gar nicht, wo die hinrennen. Ja, was ist die? Und die ist abgehauen. Das ist okay. Reaper ist dicht, Marvin. Okay. So, hier erstmal Eisenader. Okay, Molorite ist abgehauen. Die hauen also auch ab. Nö, der kommt gleich wieder. Das ist die Koop. Das ist die Koop-Mod, richtig. Koop-Plugin. Ach so, das wie mit dem Marienkäfer kenne ich gar nicht. Nicht zu holen. So, den Molorett kriegen wir nachher noch. Den laufen wir nach. Hey, ich habe mittlerweile wieder 4 Pfeile. Wir können also wieder mal in Fernkampf umsteigen. Wie? 4 Pfeile? Hab ich, ja. Na, warte mal. Vorhin 2 eingesammelt, dann noch ein. Kann schon sein, ja. Na, das zeigt sich bei dir links am Bildschirmrand an, oder? Links oben, so eine rote Zahl. Warte. Oh, 3 Eisen, 5 Eisen. Nochmal 2 Eisen. Das gab viel jetzt. Ja. 8 Pfeile. Du, ganz kurz mal, du bist gleich tot. Achso, stimmt. Das hier ist Arculus. Das ist die Arculus-Mod hier. Die Chroniken von Myrtana. Wie kann ich denn jetzt, was war denn hier Inventar zum Essen? Ey, du drückst doch die Tabulator-Taste. Ach hier. Das ist einfach so cool. Fleisch, Wanzenfleisch. Oh, ich hab viele Äpfel. Bringt auch nix. Käse. Brot. Oh, Brot gibt viel. Ja, also die Arculus Mod in dem Koop-Plugin, das macht, also es macht auch echt Spaß. Und wir kennen ja beide die Mod noch nicht. Also wir haben die beide noch nie gespielt. Und wir wissen, also was ich. Oh, ach du Scheiße. Conny! Conny! Was denn? Ich hab was mitgebracht, warte. Hast du dich. Es hat gegessen? Du kannst ruhig auffressen lassen. Ich kann mich natürlich. Klar, ich kann mich ruhig auffressen. Du bist auf mein Goldschaf. Ja, toll. Ja. Oh, jetzt wird's aber auch schwierig für mich. Oh, 3 Wölfe. Mist, jetzt kann gar keiner irgendjemanden. Okay, einmal F12. Hey Google, schalte bitte das Lichtsekretär ein. Ich muss das Licht machen. Bei mir macht das alles Alexa. Nee, bei mir macht's Onkel Google. Du, das ist obwohl auch, Google ich hat. Google hat. Oh, ach, hier ist schon der Goblin. Google hat eine. Also die Stimme ist erwachsener geworden von dem Sprachassistenten. Ich finde manchmal ein bisschen schade, dass wir uns damals für Alexa entschieden haben. Ich habe das Gefühl, dass es mit Google cooler gehen könnte. Wo bist du denn eigentlich? Hinter dir. Aber Google, die haben. Hinter wo mir? Hinter dir, stimmt. Ah, okay. Am Erz hacke ich gerade darum. Okay. Google hat, aber die supporten das nicht mehr so. Also die bringen auch keine neuen Geräte raus, Google. Ach, Google Nest wird nicht mehr weitergemacht? Nee, also ich denke, die. Danke für das Follow, Marcel. Danke für das Follow. Wo bist du? Okay. Ja. Da hast du aber wieder eine Weile nicht gespeichert schon. Wenn die hier alle tot sind bei mir und bei dir nicht, dann hast du hier aber eine Weile nicht gespeichert, mein Freund. Nee, hab ich auch nicht. Ah, da hinten ist noch ein Goblin, sehe ich gerade. Safe early, safe often. Wo ist hier noch ein Goblin? Hier in der Ecke. Warte, ich kann ja mal gucken. Ich gehe mal hier hoch. Ich guck mal, was hier oben abgeht. Was kann ich hier sehen? Was kann ich hier sehen? Weißt du, was wir machen? Wir können die Wölfe von hier oben aus platt machen. Wo bist denn du jetzt? Wo ist der Goblin hin? Der ist irgendwie gerade runtergefallen. Der hat sich vor mir erschreckt. Hier ist er. Da ist die Stadt!
Warte, guck mal, da gehen wir gleich rein in die Stadt. Da gehen wir gleich rein in die Stadt. Ich bin hier oben, ne? Siehst du mich? Wo bist du denn jetzt? Da, was machst du denn da unten? Oh, immer diese Allein... Ich hab einen Goblin. Immer diese Alleinkämpfe. Hier, na, mal, hat, du hast sie ja schon alle besiegt. Achso, guck mal, hier oben, wenn du jetzt zu mir hochkommst, hier oben können wir gucken, hier draußen, da können wir von da hinten... Mal, also, ich speichere mal kurz, wo sind die Wölfe? Ja genau, du guckst gerade in die richtige Richtung. Dreh mal nach links, dreh mal nach links. Da siehst du mich. Das ist doch nicht links, was machst du da? Komm hier hoch. Wir verstecken uns hier oben und wir greifen die Wölfe von hier oben an. Schau mal, jetzt gehen wir von hier oben, gehen wir dahinter. Wir können das ging früher nicht, oder? Dass man sich hochhangeln konnte? Nee. Hier, das kenne ich ja gar nicht von früher. Ich drücke mal eben speichern. Moin Wishy, herzlich willkommen. Schön, dass du hier reinskippst. Gibt's hier was zu holen hier oben? Irgendwas Wichtiges? Wo bist du hin? Neben dir stehe ich. Guck mal hier, neben dir stehe ich. Ah ja, okay. Und jetzt gehen wir hier hinter. Und jetzt können uns die Wölfe nämlich mal am Tüttel tuten. Und dann können wir von hier oben... Ich habe 4 Pfeile. Wie viel hast du? 8. 8? Wieso hast du 8 Pfeile? Weil ich sparsam bin. Okay, jetzt können wir... Hier ist einer, warte. Aha! Hast du gesehen? Der hat noch 25 Lebenspunkte. Den habe ich hier. Der hier hat 60. Zack! Zack, noch 25. Hast du einen Tod? Der hat 60, der verliert gar nichts. Klar! Ich hab den doch gerade hier, der andere hat noch 25. Tod? Ah, Mist, jetzt habe ich einen Pfeil verschossen. Sinnlos! Warte, dann gehe ich mal hier hin. Okay, warte. Hier ist er. Okay, der ist tot, ja. Ja, okay. Hast du? Hab ich? Die Pfeile kann man nicht wieder einsammeln, ne? Nee, kann man nicht. Ich habe alle Pfeile verschossen jetzt. Okay, ich bin zu weit weg. Ja, genau. Geh nicht vom zu weiten ran. Bleib da stehen. Ich gehe jetzt runter. Dann kommt die hier an und dann musst du auf die schießen. Aber nicht mich abschießen, okay? Nicht mich abschießen. Wuhu! Hey! Komm her, Sherlock. Hier, vor mir, vor mir. Zurück. Ja. Warte, der ist unter mir. Jetzt. Okay. Komm her, Kleiner. Ist er weggerannt. Ey, 5 Schaden mit der Sense. Das ist nicht, da kommt er wieder. Warte, da. Nein! Du stirbst! Ach, nee, wegen so einem Wolf. So. Ja, ich wollte ja immer gerne einen Hund haben, den ich Hashtag nennen würde. Ich habe mir mal überlegt, stell dir mal vor, du hast einen Hund, der Hashtag heißt. Und dann sagst du immer sowas wie Hashtag Sitz. Ich fand das total witzig als Idee. So, wir müssen nach da oben. Warte mal, hier ist noch was zum Einsammeln. Ach, da kommt doch der Wolf. Ja, da kommen noch mehr Wölfe gleich. Hallo Impfwölfe, herzlich willkommen. Ach, das ist ja nur noch der eine, oder? Ja. Das können ja gar nicht mehr viele sein. Also jetzt ist, glaube ich, noch einer übrig. 4er waren das. Ich glaube, das war's. 1. 3 liegen jetzt hier. Nee, liegen nur 3. Naja, aber wir gehen mal hier hoch, guck mal. Hier ist Ernst. Hast du gespeichert? Nö, ich speichere jetzt. Ich bin da auch noch nicht so schnell tot. Du bist mit deinen 7 Lebenspunkten hier. 11. Hi, ja. Geh mit 11 Lebenspunkten. Ja, geh rein. Das machen wir jetzt einfach. Ich würde erstmal hier, genau, bauen wir das Erzenruhe ab hier. Okay, Wissen über Rohstoff. Ist ja besser geworden. 4? Ja. Womit denn? 4 Eisenerz. Hey, ich hab keine Spitzhacke. Womit denn? Ich hab keine Spitzhacke. Hast du 2 Spitzhacken zufällig? Warte, ich guck mal in mein Inventar. Ich hab meine Spitzhacke verloren. Womit ich kann denn? Nicht. Wo ist das Werkzeug? Eine kleine Sense? Ja, ich glaube, das müsste eigentlich, glaube ich, bei der kleinen Sense mit dabei sein irgendwo. Hacke, ich habe das eine. Echtes Gothic? Ja, mal sehen. Gothic 3 wäre das nächste echte irgendwann mal, ne? Aber ich finde das ja auch tierisch cool, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch vorhin, wir haben doch alles eingesammelt worden. Ich glaube, das war ein Buch, was wir vorhin eingesammelt haben, oder? Empfehlung von Albin, Passierschein, Zutatenliste, Statue, Geheimnisse, Tilbus, Transkription. Irgendwas haben wir doch vorhin eingesammelt, was besonders cool aussah. Die Musik, das macht auch hier. Also du weißt, bei Gothic 3 ist die Musik gut. Ja. Ich erinnere mich an Gothic 3 tatsächlich nicht. Einen Lederbeutel habe ich. Lauflederextrakt. Heilmittel für Jorn haben wir immer noch einstecken.
Pfeffer, aber wir können jetzt schon den anderen Bogen nehmen. Den weiten Bogen. Was wirklich? Ach so. Ja, du hast recht. Durch das Geschick plus vorhin. Schlau, danke. Ich wusste doch, dass wir irgendwas gekauft hatten, was wir uns noch nicht leisten, noch nicht anlegen konnten. Ja, aber warte mal, warum nimmt er den nicht? Das jetzt gerade eben ist Gothic 2 die Arculus-Mod. Du musst auf die Taste 2 drücken. Du hast den alten Bogen abgelegt, aber den neuen nicht angelegt. Doch. Der Weidenbogen muss eine rote 2 links oben in der Ecke haben. Ja, hat er. Und dann musst du Taste 2 drücken. Ja, macht er nicht. Achso, weil du keinen Pfeil mehr hast. Achso, ich habe auch keine Pfeile mehr. Womit denn? Okay, aber hast du eine Spitzhacke für mich? Ja, woran sehe ich denn die Spitzhacke? Ich weiß es nicht. Die muss bei der Einhandwaffe vielleicht. Weiß ich nicht, ob die da dabei ist. Ach du, ist egal. Ich krieg schon nochmal irgendwo eine Spitzhacke. Ich weiß nicht, wie ich die verloren habe. Ob der dumme Wolf hier unten die gefressen hat? Der blöde Mistwolf? Ich gehe jetzt hier unten das Molerad kaputt machen aus Wut. Und jetzt ist es so sauer, dass ich jetzt die Ratte dafür bluten lasse. Du böse, böse Ratte. Hat sie mich gebissen.